Aber wie gesagt, hier, das ist natürlich auch mit dem Roger Federer, mit der Tennislegende, auch in dem jungen Alter, das ist natürlich auch eine wirklich interessante Schweizer Erfolgsstory, ne? Schön geworden, die neue Ausgabe. Sehr, ich meine, alle unsere Ausgaben sind ja schön, aber diese hier ist auch von der Themenvielfalt wirklich sehr, 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 sehr bunt, sehr interessant. Mit Roger Federer auf dem Cover drauf. Zwei neue Dossiers stellen wir hier drinne vor, die kostenlos online gegangen sind. Und das Einzige, was so ein bisschen, das Einzige, was so ein bisschen tückisch ist, ist natürlich jetzt diese Termingeschichten. Ne? So, da druckst du hier einen Termin rein und dann wird der morgen schon wieder abgesagt und dann steht es halt dran. Ne? So wie jetzt zum Beispiel das mit dem Nick Vujicic. Das klappt dann ja jetzt im Sommer doch nicht. Das ist der Nachteil an Print. Ne? Wenn es gedruckt ist, ist gedruckt. Aber ist halt so. Das erste Mal haben wir jetzt hier auch diese News-Geschichte. Das haben wir noch nie gemacht, dass wir so aktuelle Meldungen, Kurznachrichten aus der Erfolgswelt einfach mal aufgreifen. Das wird sich entwickeln, was wir dann da so unterschiedliche Sachen, die gerade im Fernsehen laufen und interessant sind. Klitschko hat einen neuen Riegel rausgebracht und E-Commerce hier, alles. Ne? Oliver Kahn denkt in der Krise positiv und gibt viele verschiedene News, die man dann da so aufgreifen kann. Ne? Und nee, es ist wirklich schön. Unsere neuen Top-Experten natürlich, ganz klar. Und schöne Newcomer-Story haben wir auch drin. Julia Roberts ist mit dabei. Erfolg ist weiblich und Ego. Wer hätte das gedacht? Titus Dittmann ist natürlich super toll. Nicht? Also, das war natürlich auch ein wirklich sehr interessantes Gespräch mit dem Skateboard-Guru in Deutschland. Und der mit seinen über 70 jetzt brennt immer noch wie am ersten Tag. Und ich habe ihn ja dann auch persönlich getroffen. Das ist ja ein Energiebündel. Das ist ja einfach nur unglaublich. Da kann man sich wirklich nur wünschen, dass man genauso aktiv und vital alt wird. Ne? Anselm Grün, auch, ich meine, auch jemand, der nun schon so alt ist, ich weiß gar nicht, steht 75. Und hat schon 100 Bücher geschrieben und ist jeden Tag immer noch auf der Bühne unterwegs, der alte Mönch. das ist echt interessant. Ganz toll geworden hier. Ne? Auch hier Philipp mit dem Thema Kohle. Das ist immer noch ein Thema, wo sich so wenige Leute Gedanken drüber machen. Ne? Das ist schon, aber wie gesagt, hier, das ist natürlich auch mit dem Roger Federer, mit der Tennislegende. Auch in dem jungen Alter. Das ist natürlich auch eine wirklich interessante Schweizer Erfolgsstory. Ne? Ja, Jack Welch, Sascha Raabe ist dabei. Das Zeitgeheimnis von Elon Musk und Bill Gates, Timeboxing. Ja, ne, kann sich wieder sehen lassen. Freut mich sehr.